Boah, hast du die Fünfjährige da gesehen? Nicht schlecht, ne? Ultra krass, die macht die ganze Zeit so Pirouetten auf dem Eis und so weiter, richtig heftig. Aber du hast mich noch nicht gesehen. Ja, was kannst du denn? Das erzähl ich dir jetzt bei Ramel. Leute, willkommen zu einer neuen Folge Ramble. Wir haben uns hier ins Eisstadion in Köln geschlichen. Ist es das Eisstadion? Ja, wie heißt es denn hier nochmal? Es heißt Landpark. Landpark, so jetzt weiß ich. Im Landpark. 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 Da kann man unten, das ist ein Schwimmbad, da kann man Eisbahn. Oh, über uns ist so eine Eisbahn, wo man so rund fahren kann. Ist voll, voll cool. Ja, mit Farben, Licht, alles wunderbar. Aber kannst du denn überhaupt Eislaufen, mein Lieber? Nee. Aber weißt du warum? Warum sprechen wir überhaupt darüber? Ja, Reihenfolge nicht durcheinander bringen. Wir haben einen Tweet bekommen, und zwar von der Mia Media. Das ist die, die richtig viele coole, es gibt viele Leute, aber Mia Media ist eine von denen, die richtig coole Bilder ja, malt. Hat mittlerweile auch richtig viele Abonnenten auf Instagram, habe ich gesehen. Glückwunsch an dich, verdient. Ja, macht sehr cooles Zeug. Und sie hat uns heute einen Ramble-Vorschlag gemacht. Und zwar hat sie geschrieben, redet doch mal bei Ramble über den Winter und seine Sportarten, wie Ski und Snowboard fahren. At EasyOfficial, at DenaTV. Ja, da sind wir ja ganz falsch mit unserem Eislaufen hier. Ne? Das nee, war gar ist nicht auch eine Wintersportart. Ja, stimmt schon. Oder nicht? Richtig. Ja, selbstverständlich. Also man kann es natürlich das ganze Jahr überfahren in so Hallen wie hier, aber generell hat es mit Eis zu tun, eiskalt, Minusgrade, Winter, Schnee, Weihnachtsmarkt, auch oft immer Eislaufen. Hier in Köln gibt es auch so eine richtig coole Eislaufbahn, aber ja, bist du schon häufiger mal gefahren oder? Mhm. Ja, ich bin vielleicht in meinem Leben jetzt vielleicht 8-mal oder so ja, gefahren. Ja, bei mir auch sowas in den Dreh. Ich glaube, das gab es bei mir tatsächlich so in der Schule. Ich glaube, das gab es bei mir im Schulsport, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Nee, sowas hatte ich nicht, ich habe übrigens dein Handy hier. Danke. Ich meine schon. Also bei mir ist immer so, man macht das ja einmal im Winter oder so, kommt es dann dazu, dass man das macht. Auch nicht jeden Winter, aber ab und zu kommt es dann mal vor, dass man das mal im Winter macht. Und dann gehst du drauf und, oh, Hilfe, ich kann das gar nicht. Und manche Leute siehst du halt, ich glaube, das muss ins Blut übergehen und dann kannst du das so richtig. Und dann macht es auch so richtig Spaß. Ja, wie gesagt, wir haben hier gerade eine gesehen, die war vielleicht 5 oder 6 oder so, die ist komplett abgegangen. Ja. Das könnt ihr auch beim Dena dann noch im Dena Vlog. In deinem Vlog sehen. Und ja. Manche können das von Geburt an. Ich habe mich nie so damit beschäftigt. Bin jetzt auch nie so oft mit meinen Eltern irgendwie Schlittschuh fahren gegangen oder so. Und auch nicht mit meinen Freunden. Und bin auch, glaube ich, nicht so talentiert. Ich bin immer rodeln gegangen. Ja, im Winter auf jeden Fall, klar. Da muss man aber nicht so viel für können. Doch. Reinsetzen und dann abgeschossen. Nee. Da musst du die beste Technik haben, um schnell zu sein. Wir haben Rennen gemacht. Okay. Mit meinen Geschwistern haben wir immer Rennen gemacht. Ja, stimmt, das haben wir auch. Immer so, so nebeneinander gesetzt. Das war bei uns früher auch so geil. Es gab bei uns im Wald. Gab so einen Abhang, der war so richtig heftig und der hat genau gestartet unter so einem Strommast. Standest du schon mal unter so einem Strommast? Die sind mega laut. Das war so im Wald, es ging gar nichts und wir saßen so unter dem Strommast und es ging richtig heftig runter und über uns so. Das war wie in so einem Computerspiel, das war so geil. Das hat richtig schon so Adrenalin wir und dann ging's ab. So verschiedene Wiesen hatten wir mal so. Eine war die Kuhwiese, weil da manchmal Kühe waren. Das war schon damals sehr kreativ. Und da war so ein richtig krasser Abhang. So. Und da konntest du auch so zwischen zwei Bäumen durchschießen. Da war dann so, ging so ab, da standen da zwei Bäume und konntest du so überall, war immer so ein kleiner Sprung, weil du halt zwischen den Wurzeln dann da durchschießt. Ja, okay. Das hat aber immer richtig weh. Und wir hatten am Anfang, wir hatten immer so teilweise diese alten Holzschlitten halt. Mhm. Und teilweise hatten wir aber auch diese Lenkschlitten, wo du dich dann so reinlegst. Und wenn du rechts und links so bremsen hast, und mit denen kannst du halt lenken. Ah, ja, stimmt. Der Hammer. Und irgendwann hatte irgendjemand so ein Plastikteil, wo du halt so ein Lenkrad den hast. Hatte ich immer. Ja, aber der ist nicht so cool. Warum das denn? Ja, den finde ich am coolsten von allen. Ja, aber so plastikmäßig. Ja, aber den, wo du dich reinlegst und so, machst du es doch auch aus Plastik. Ja, stimmt. Ja. Weil das war ein richtiges Rennauto, da konntest du dich reinsetzen und so richtig so lenken. Aber halt Oldschool-Schlitten hat halt auch irgendwas. Ja, da kannst du auch mit den Füßen kannst du dann ja lenken. Und dann gab es noch diese Dinger, kennst du auch diese Arschschüsseln? Ja. Da setzt du dich so drauf und hast dann noch so ein Ding. Ja, dann sind wir da auch da durch. Das tat aber richtig weh, da fliegst du so, bam. Das hat richtig weh am Hintern, wenn du dann irgendwie durch über so einen Hubbel gefahren bist oder so. Aber wir reden jetzt hier nicht nur vom Schlittenfahren und so, das sind halt so Aktivitäten. Man kann ja Schlitten fahren. Ich habe das noch nie gemacht und ich will es unbedingt mal machen. Es gibt so nicht professionell, aber du kannst so in so Wintergebieten, wo du halt auch Skifahren kannst, gibt es manchmal auch so Pisten für Rodler. Aber das habe ich noch nie gemacht. Das heißt, du kannst dann wirklich so mit so einem Schlitten so richtig lange, coole Pisten fahren. Das aber jetzt nicht, meinst du jetzt wie bei der WOC-WM in so einem Eiskanal? Oder? Nein, so eine recht breitere Piste, aber wo nur Leute mit einem Schlitten fahren. Okay, krass. Das ist der Hammer, oder? Ja, das ist bestimmt geil. Das will ich unbedingt mal machen. Aber so professionell gibt es ja auch Rodeln, ne? Das ist dann wie gesagt im Eiskanal. Ja, das kennt vielleicht das die ein oder anderen auch von der WOC-WM. Das macht das man eigentlich krasser. Gar nicht mit einem Bock, sondern mit einem richtigen Schlitten. Und das ist dann so die professionelle Art. Kann es sein, dass wir voll schräg sind irgendwie? Wir sind mega schief, glaube ich. Ich muss das nämlich hier so. Was hast du denn da aufgebaut, Dena? In meinem Rucksack habe ich so sneaky die Kamera hingemacht. Und du kannst es nachträglich noch ein bisschen gerade drehen. Ja. Wir sind ja mittlerweile upgegradet hier auf 4K. Da kannst du das kleiner machen, drehen. Das ist fantastisch. Ja, aber dann wird der Bildschirmausschnitt verkleinert. Und wie du schon siehst,
ist beim Kopf hier recht wenig noch zu, über mir. Ich muss schon so sitzen, weil wenn ich so sitze, dann bin ich nicht mehr ganz im Bild. Da hast du wieder nur auf mich angepasst, ne? Deswegen ist das wieder so. Ich wollte, dass wir recht tief sind, damit man auch was von hinten sieht. Alles klar, was kennst du noch so für Wintersportarten? Es gibt noch Eishockey. Eishockey ist cool, ne? Ist natürlich auch hier drauf. Ist cool, ja. Beim Zuschauen auch. Das ist ja auch ein Eishockeyfeld hier gerade eigentlich. Stimmt, ja. Das stimmt. Da sind ja auch Plätze und so weiter, das stimmt. Mhm. Ich war auch schon häufiger bei Eishockey spielen. Ich finde die Stimmung ist immer sehr cool. Auch? In so einer Halle und so, alles kalt ja eigentlich. Und dann ist einfach da mega, zumindest bei den Spielen, wo ich war. Warst du auch schon mal in Köln beim KIC? Nee, war ich noch nie. Ach Mensch. Die spielen in Lanxessarin, ne? Die spielen in Lanxessarin, ist hier noch voll? Die ist, glaube ich, relativ voll, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die ausverkauft ist, aber es ist auf jeden Fall sehr gut besucht. Musst du mir irgendwann mal anschauen. Ja. Aber ich finde, man sieht halt den Puck da immer so schlecht. So. Also ja, die Zuschauer, so die spielen da mit so einem kleinen schwarzen Puck. Mhm. Und der wird halt hin und her geschossen und das ist manchmal so, wow, wo ist der jetzt? Also Eishockey an sich ist ja auch ein richtig brutal, also was heißt brutal, ist es ein sehr anstrengender Sport. Da wird ja richtig schnell gewechselt. Ja. Wenn die Spieler drin sind, geben die ja wirklich alles. Ne? Da wird richtig volle Power gegeben. Und die laufen, die haben ja fliegenden Wechsel dann auch immer so. Ja. Die laufen ja zur Bande, springen dann darüber, der andere springt wieder rein. Es geht richtig schnell und eigentlich guckt man sich Eishockey aber, denke ich mal, nur an, weil die sich da ab und zu schlagen, oder? Nein. Nicht? Nee, ich finde es auch so cool. So. Ja, okay, das wird jetzt auch einfach nur mal pauschal so reingerufen, aber für mich ist immer so bekannt, Eishockey, da schlagen sich. Die schlagen sich häufiger Zähne raus und so weiter. Ja, die schlagen sich auch manchmal Zähne raus mit dem Puck dann aus Versehen, ne? Das auch? Das kann tatsächlich ja passieren. Aber die haben eigentlich Helme und sowas. Aber ja, aber das kann durchgehen. Die haben, die haben tatsächlich den Mund ja frei. Ach stimmt, ja. Das ist nicht wie beim Rugby so, oder... Ja, aber der Torwart nicht, aber die normalen Spieler, die tragen so Mundschutz. Aber ja, aber das bringt, glaube ich, nicht allzu nicht viel. So ein Puck wird ja übertrieben schnell und ist richtig gefährlich. Das ist so eine richtige Kugel, so ein Puck. Ja, das tut dann weh. Ja. Aber wir sind da, ansonsten sind die richtig eingepackt. Aber es ist auf jeden Fall ein brutaler Sport, ein Männersport sozusagen. Das stimmt. Darf man sagen, gibt es Frauen-Eishockey? Also es würde mich sehr wundern, wenn es das nicht geben würde. Aber das habe ich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm. Ich auch nicht. Aber jeder andere Sport, also die allermeisten anderen Sportarten kenne ich auch so Frauen, aber echt? Habe ich beim Eishockey noch nie gesehen. Aber eigentlich müsste es das ja geben, ne? Ich weiß nicht, auch so komplett Frauen-Baseball, ja doch bestimmt auch. Ja, ja komm, es gibt wahrscheinlich an alles sich von Frauen. Das können natürlich spielen, dann ist ja gar kein Problem. Aber irgendwie kenne ich das echt nur. Habe ich auch noch nicht von gehört, aber bin ich mir ziemlich sicher, dass auch vielleicht Leute von euch da draußen, vielleicht auch Frauen oder Mädchen da draußen Eishockey spielen. Schreibt's uns in die Kommentare. Aber es gibt ja auch so lustige Winterspiele, die sind aber auch, glaube ich, olympisch, sowas wie Curling oder das sowas. Machen, ne? Da hinten auch so Stockschießen machen. Ja, ich weiß nicht, ob das richtiges Curling ist, aber halt so. Das sieht schon so aus wie richtiges Curling, oder? Sieht ein bisschen so aus, also die ist im Endeffekt ja... Eisstock schießen so. Ist so ein bisschen ähnlicher wie Boccia, ja. Nur auf dem Eis. Ja. Also es gibt einen kleinen Punkt, oder muss man ja, so nah dran kommen wie möglich? Das, was sie bei Olympia machen, ist ja dann richtig so, dass sie dann so längs fahren und dann muss einer doch immer so davor so wischen. Ja, dann wischen die dann immer so und dann hat man dann ein großes Feld wie beim Dart, nur dass es auf dem Boden ist. Dann wischen die halt, dass das schneller wird und wenn sie nicht wischen, wird langsamer. Ja, das ist voll cool. Ja, das auf jeden Fall sieht immer eigenartig aus. Leute, die das zum ersten Mal sehen, denken sich, was geht denn da? Einer wischt denn die ganze Zeit so und dann guck ich noch, oh, weniger wischen. Richtig, erinnert mich immer an so Garnelen im Aquarium, die leider sauber machen. Egal, das ist wieder ein bisschen ein dummer Gedanke. Finde ich ultra witzig, ehrlich gesagt, sowas. Aber so generell finde ich die populärste oder die, was mir so als erstes in den Sinn kommt bei Winter, wenn ich an Wintersport denke, Skifahren, Snowboardfahren. Skispringen auch, ja. Skispringen natürlich, auch die Vier-Schanzentournee habe ich früher ein bisschen verfolgt, aber jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt gar nicht mehr. Ich verfolge also keinen Sport richtig aktiv. Skilanglauf, das gab es ja auch immer alles, ja. Ja, Biathlon. Biathlon. Ja, das habe ich auch mal verfolgt. Ist auch spannend. Ist ein spannender Sport. Ist das echt so? Ja. Ich konnte mich nie für sowas begeistern. Doch, ich finde gerade Biathlon ist auch ein sehr spannender Sport. So, schaffen sie es jetzt halt, sie zu treffen so, und dann müssen sie eine extra Runde machen, dann sind sie wieder dran, müssen sich im Laufen rausholen. Ja. Ist schon manchmal Fotofinish, haben sie so am Ende so mehrere Spuren nebeneinander, wo sie dann reinfahren müssen. Ja, ich und diese Winterwelt, wir sind irgendwie nicht so richtig auf einem Level. Muss ich mich vielleicht noch reinarbeiten oder mich... Nicht reinarbeiten? Ja, wir müssen ja mal... wir wollen ja nicht mal Longboarden, wir wollen Snowboarden wollen wir gehen. Ja, das stimmt, das wollen wir eigentlich machen. Wir wollen Snowboard fahren gehen in der... Wir fahren ja jetzt schon... Mitte Januar wollen wir Snowboard fahren gehen. Hoffentlich schaffen wir das. Jetzt, also, wo wir schon so viel Longboard fahren, das nicht schaffen, ja? Ist die nächste Herausforderung jetzt eigentlich Snowboard fahren. Ja, bist du schon mal Snowboard gefahren? Ich bin einmal gefahren. Ah, oh, unfair. Fünf Tage nur. Ja, fünf Tage. Fünf Tage hatte ich einen Kurs. Ich konnte am Ende ein bisschen fahren. Deswegen sage ich auch, wir müssen 10 Tage fahren, damit wir das auch ein bisschen, so das bisschen Fahren auch ausnutzen können. Ich höre immer so oft, Snowboard fahren ist nicht so cool wie Skifahren. Das sagen nur Skifahrer, dann hast du Skifahrer als Freunde. Also ich bin nur Snowboard gefahren, deswegen kann ich nicht so gut beurteilen. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass jeder Snowboardfahrer sagt, Snowboarden ist cooler, jeder Skifahrer sagt, Skifahren ist cooler und die anderen, die Snowboarder liegen nur auf der Strecke rum.
dann sagen die Snowboardfahrer wieder, ja, die Skifahrer machen das und das, ich weiß nicht, was sie machen. Aber das ist halt so ein bisschen so, das ist so wie FC Köln und wer ist denn so überhaupt der Rivale? Düsseldorf ja nicht wirklich, ne? Die kannst Mönchengladbach, ja vergessen. Mönchengladbach, Leverkusen. Ja, ja. Boah, Düsseldorf kannst du ja vergessen, hast du ja schon Feinde gemacht. Jetzt. Ja, den Düsseldorfer Fußball meine ich nur. Ja, wieso? Die waren letztes Jahr noch in der ersten Liga, ne? So ist das nicht. Da ist ja Düsseldorf aufgestiegen und FC abgestiegen. Also. Stimmt eigentlich. Ja, gut, stimmt, aber es ist auch gar kein Wintersport. Wobei Fußball aber komm, kann man Düsseldorf, auch. Wenn man jetzt die letzten 20 Jahre beurteilt, war Düsseldorf wohl deutlich schlechter als Köln, oder? Ja, gut. Leverkusen ist ja schon ein anderer Kandidat. So. Leverkusen, ja. Ja, die reißen aber auch nicht so viel. Aber Snowboardfahren habe ich jetzt wieder mega Lust drauf. Ich Mönchengladbach, so cool. Ja. Snowboardfahren so. Ja, wie gesagt, ich kann da nicht mitreden. Wirst du können. Wir werden das machen. Erstmal so ein bisschen halt geradeaus fahren. Mhm. Ne? Da musst du halt immer ankanten, wenn du halt fährst. Immer ankanten hier, dann wächst du wieder, kann ich da an. Das ist nicht schwierig. Es gibt hier in der Nähe gibt's ja auch so diese Eis, nicht Eislaufbahn, sondern diese Ski. Snowdome-Sachen, sowas, ne? Ah, ich weiß nicht, hier gibt's. Ich weiß diese nicht mehr genau. Künstlichen Abfahrten, wo du halt siehst von genau, der Autobahn aus, siehst plötzlich so ein. Ja, genau, das Ding. So, ja, ich vergesse jedes Mal wieder, ja, wo das ist. In Deutschland, ja. Ja, okay. Bin ich noch nie gefahren, aber die sind ja. Sollen auch gar nicht so cool sein, weil es halt so ein Abhang runter. Die sind halt echt kurz im Vergleich zu einer echten Skibahn. Also ich mag das halt, also in einem echten Skigebiet. Aber ich finde so, du hast so ein mega fettes Panorama. Also ich war in Zermatt. Das in muss krass Schweiz sein, ne? Das sagen mir auch alle. Und da siehst du halt das Matterhorn. Und das ist einfach so ein krasser Berg, den du dann da siehst. Und du fährst halt so einen Skiabhang runter und alles ist weiß. Das stelle ich mir auch richtig geil vor. Selbst beim Roadtrip, als wir durch die Schweiz gefahren sind, waren ja da schon die Berge richtig geil. Aber wenn du das dann noch so mit Schnee bedeckt siehst und so, das stelle ich mir richtig cool vor. Dieser Kontrast einfach und dieses Licht ist ja sau hell alles dann, ne? Weil alles reflektiert. Ja, das stelle ich mir schon krass vor. Aber zum Wintersport an sich. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Ich kenne mich auch kaum aus, aber deswegen, wir werden auf jeden Fall zu einem Snowboardfahren gehen, dann wissen wir vielleicht mehr. Vielleicht werden wir auch, wenn wir das machen, von der Piste aus mal eine Ramble-Folge machen. Wäre das was? Das wäre geil, ne? Das wäre fresh, Leute. Habt ihr Bock drauf? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare. Ansonsten war es das für die heutige Folge. Ramble über Wintersport. Wie sieht es bei euch aus? Was für Wintersport macht ihr am liebsten? Fahrt ihr Snowboard, fahrt ihr Ski, macht ihr irgendwas anderes? Schreibt uns einfach alles rein in die Kommentare. Oder halt Frauen-Eishockey, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir sind in der Endcard. Hier geht's zu Izzy's Social Media Links. Du musst deine selber ansagen jetzt. Hier sind meine Social Media Links, Twitter, Facebook, Instagram. Da werden wir natürlich auch vor uns posten, wenn wir diesen Wintersport betreiben. Ja. Dann Mitte Januar ist es soweit. Vielleicht machen wir auch eine Schneeballschlacht und machen da so ein Projekt draus. Ja, vielleicht. Wahrscheinlich aber nicht. Das war's für die heutige Folge Rebel. Wir sehen uns am Samstag, am Mittwoch sehen wir uns wieder bei Herrn IZZ. Das ist dann, glaube ich, weiß gar nicht, welche Folge das denn ist. Eventuell ist dann sogar Weihnachten. Oder Silvester. Oder vielleicht auch schon 2016. Oh mein Gott. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.